Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Sondervideo. Und zwar geht es heute kurz darum, wie kann ich auf das Deep Web, also auf Onion Links zugreifen, ohne dass ich das Tor Browser Bundle brauche, weil ich gerade keine Berechtigung habe oder es nicht installieren darf oder was auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt Möglichkeiten, wie ihr ganz normal aus dem normalen Browser aus das Deep Web aufrufen könnt, und das ist die Webseite onion.to. Die leitet euch einfach ganz normal hier drauf weiter. Das Schöne ist, ihr braucht dazu nichts runterladen, aber Achtung, es ist nicht anonym. Das heißt, hier steht es explizit, wir können oder es kann eure IP-Adresse gesehen werden. Großer Fehler. Und Browser-Fingerprinting ist natürlich auch dabei. Das heißt, ihr müsst echt vorsichtig sein. Und ja, am besten, ihr ladet euch, steht auch hier, das Tor-Browser-Bundle runter. Aber wenn ihr gerade irgendwas kurz nachschlagen müsst, was es halt gerade nur dort gibt und ihr keinen Zugriff auf das Tor-Browser-Bundle habt, ist das eine super Methode. Oder einfach mal kurz nachschauen, was es alles so im Deep Web gibt. Okay, ja, zum Beispiel gehen wir dann auf diese Website hier. Das ist das Hidden Wiki und da steht es auch schon, Looking for the Hidden Wiki. Einfach drauf. Und ja, schon seit dem Hidden Wiki einfach mal ein bisschen nachlesen. Hier gibt es viele, viele nützliche Sachen, zum Beispiel Verifying PGP-Signaturen. Das ist ziemlich cool. Ja, hier gibt es auch haufenweise andere Sachen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Anonymity und Security. Ja, einfach mal durchlesen, was ihr da so alles finden könnt, was euch vielleicht interessiert. Auf jeden Fall, so könnt ihr das Ganze machen, ohne das Tor-Browser-Bundle zu benutzen. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, den Tor-Browser vielleicht mal zuzulegen. Nur falls ihr mal gerade keinen Zugriff darauf habt, ist das eine ziemlich coole Alternative. Okay, das war's von meiner Seite auch schon wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!